Ich behaupte, dass fast alle Inhalte oder fast alle Themen, die uns als Personalentwicklung interessieren oder die Mitarbeiter interessieren, dass es die schon im Netz gibt. Ein klassisches Beispiel ist Agilität. Und ich behaupte auch, dass es Inhalte sind, die unglaublich gut sind, weil die werden oft von Spezialisten und so weiter gemacht. Und Content Curation ist wertvoll. Also ein Content Curator ist eigentlich ein Trüffelschwein, der in diesem Wahnsinnsportfolio vom Internet die kleinen, feinen und relevanten Inhalte erstmal sucht oder findet und die dann so aufbereitet in den Kontext bringt, dass man praktisch damit arbeiten kann. Also es geht nicht um jetzt ein tolles Video finden und das dann auf Twitter einfach nur zu verlinken, sondern es geht darum, da was Größeres zusammen machen, also einen neuen Zusammenhang zu bringen. Und der Nutzen für mich als Kurator ist, ich beschäftige mich tiefer mit der Information. Also ich sehe nicht nur was und sage, okay, der Kollege hat mir das geschickt, das ist bestimmt gut, ich kenne den, ich schicke den mal weiter, sondern man beschäftigt sich mit dem Inhalt. Und je mehr man kuratiert, desto mehr lernt man. Also der Lerneffekt für einen Kurator selber, wenn der zum Beispiel einen Blogpost zusammenstellt zu einem Thema, ist unheimlich hoch. Und für den Lerner ist der Nutzen vor allem, dass man Informationen bekommt, die verifiziert sind. Also das ist jetzt nicht irgendeiner, der was schreibt. Das sind jetzt nicht 135.000 Hits auf Google, wo man sich die einzelnen Sachen zusammensucht, sondern das ist ein Fachexperte, vielleicht sogar noch ein Kollege, den ich gut kenne, wo ich weiß, der hat Ahnung von dem Thema und der hat mir jetzt die fünf wichtigsten Ressourcen zusammengestellt. Da kann ich einen Deep Dive machen und hat mir außenrum zum Beispiel noch einen Text geschrieben und das Ganze für mich so aufbereitet, dass ich es verstehen kann und dass ich da mich schnell in ein Thema einarbeiten kann. Und das ist ein wahnsinnig, also ist ein wahnsinnig guter Effekt für beide Parteien. Ein Kurator macht noch mehr, das ist das sogenannte Sense-Making. Der guckt praktisch, wie kann ich da was Neues generieren? Also, dass ich nicht nur einen Link beschreibe und schön darstelle, sondern dass ich aus neuen Ideen oder dass ich aus einzelnen Artefakten was komplett Neues machen kann. Und was dann noch wichtig ist, also es ist wichtig für einen Kurator, dass der Empathie hat, dass der empathisch ist, dass der von der Zielgruppe wegdenkt, dass er nicht auf sich selber guckt. Und was auch noch wichtig ist, dass er überlegt, okay, wo gebe ich das rein? Also welche Tribes oder so will ich damit bedienen? Also gebe ich es auf meine Twitter-Follower, wie tue ich es da vertaggen? Oder gebe ich es intern zum Beispiel, mache ich es nur in meinem Team? Also ich kann zum Beispiel, Curation ist auch, wenn ich zum Beispiel ein Meeting vorbereite und sage, ich will jetzt darüber mal diskutieren, ob wir jetzt wirklich agil arbeiten sollen, weil ich sehe den Nutzen nicht als Chef. Und gibt es dann zum Beispiel so eine Art Pre-Read und sage, hier habt ihr zum Beispiel ein zusammengefasstes Buch und hier ist nochmal ein Video von HR Pioneers zum Beispiel. Guckt euch das mal an und dann können wir auf einem ganz anderen Level zum Beispiel drüber sprechen. Also das ist auch einen Mehrwert, was Curation hat. Und dann kann man einfach, dann muss man nicht die Inhalte zum Beispiel in einem Meeting aufarbeiten, sondern kann man halt schon, sag ich mal, über die Themen selber diskutieren. Personalentwicklung hat die Rolle, die bringen den Werkzeugkasten mit. Also die sagen jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Vorlage und gehen zum Fachexperten und sagen, hier, wenn du die Vorlage für dich ausfüllst, dann hast du ungefähr eine Idee, welche Inhalte du reinnimmst. Sind es interne, externe, Paid Content, freier Content im Netz? Und da kannst du irgendwie einfach die Kanäle bespielen, die bei euch genommen werden. Wiki, OneNote, SharePoint, was weiß ich, Intranet, Enterprise Social Network. Und ich glaube, dass die Personalentwicklung einfach eher so die zeigen den Werkzeugkasten und sagen, das kannst du mit dem Werkzeugkasten machen. Und dann ein Fachexperte, der wirklich Spaß hat an seinem Thema, der fit ist in seinem Thema und sagt, ja, ich will jetzt einfach mal so eine Einführung zu, gerade jetzt was digitale Themen angeht zum Beispiel, will ich mal eine Einführung in irgendeine Sprache oder wie ticken zum Beispiel Programmierer oder so. Und dann baut der was zusammen. Also ich denke, dass
dass die Rolle, dass das unsere ist. Wir sind gar nicht mehr in der Fachexpertenrolle, sondern wir sind eher die Methodenexperten. Und dann gibt es ein paar, die da Spaß haben. Das sind meistens die, die immer in den Präsentationen sind, die immer irgendwie schon sichtbar sind. Und die werden dann natürlich noch sichtbarer. Und die machen aber so einen Job für die anderen, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich bin überfordert und ich habe eh keine Zeit und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Wenn die sagen, ich kann mich innerhalb von 10 Minuten oder 15 Minuten am Morgen, wenn ich in die Arbeit gehe, in ein Thema einlesen und ich habe da relevante und wertvolle Informationen, dann machen die das auch. Dann brauchen die auch gar keine so hohe Selbstlernkompetenz. Ich erlebe immer mehr, dass zum Beispiel LinkedIn Learning gekauft wird. Ja, also 14.000 oder weiß ich nicht wie viel tausend Videos. Welche Videos sind jetzt eigentlich relevant für bestimmte Mitarbeitergruppen? Ja? Reicht es für mich als Personalentwicklung, sagen, wow, wir haben jetzt zum Beispiel so ein schönes Portal eingekauft. Jetzt, ihr Leute, werdet glücklich. Ja? Dann sitzen, die Mitarbeiter haben genau das gleiche Problem. Die sitzen vor 14.000 Videos, wissen nicht, was sie suchen, wollen eigentlich gar nicht suchen und sagen, oh, da gehe ich doch gleich zu Google, da weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man eben halt reingeht im Unternehmen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel mal einen Lernpfad, bleiben wir beim Thema Agilität, zusammengestellt. Das sind unsere Leute, das ist unsere Art, wie wir sprechen. Aber wir würden euch empfehlen, euch da mal durchzuarbeiten und dann diese Dinge zu nehmen und dann in eure Realität auch umzusetzen.